Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, draußen im Lande, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wirklich Radio pur. Wir sind nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich hier auf 1 Live im Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir unterhalten uns, sofern ihr das gerne möchtet, über alles Mögliche und alles Unmögliche. Nochmal unsere Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer, die auch kostenfrei ist, so wie die Telefonnummer 0800 5678 110. Freue mich, dass Ute da ist. Hallo, ja, Ute. Guten Abend. Du bist 23 Jahre alt. Ja. Und hast mich angerufen. Ja, und zwar, weil ich folgendes Problem habe. Also ich habe mich in die Schwester von meinem Freund verliebt. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre schon. Wir wohnen auch schon zusammen. Also der ist heute Nacht nicht da. Mhm. Er ist auf einer Geburtstagsfeier und sein Freund wohnt halt weiter weg. Und jetzt bin ich mit meiner Freundin halt hier. Mhm. Und die ist eingeweiht? Die ist eingeweiht, mhm. Aber der kann nicht das auch so weit alles erzählen, aber die kann das halt absolut nicht nachvollziehen. Mhm. Das ist auch das erste Mal bei mir, dass ich jetzt so irgendwie so in eine Frau. Lesbische Neigung, ja, mhm. Genau. Mhm. 2 Jahre mit dem Freund zusammen. Das heißt, du kennst die Schwester auch seit 2 Jahren. Seit wann bist du in die verliebt? Ja, also verliebt bin ich in die, würde ich so sagen, ungefähr 2 Monate. Aber ich habe schon vor so einem halben Jahr, würde ich sagen, gemerkt, dass ich halt, also dass da schon so ein bisschen mehr ist. Also dass ich irgendwie schon so gedacht habe, sowas hast du noch nie erlebt. Was macht denn jetzt dieses Verliebtsein aus? Woran merkst du, dass du verliebt bist? Ja, ich würde sagen, wie man das immer merkt, also ich fühle mich in ihrer Nähe halt einfach total wohl so und da ist doch einfach so meine ganzen sonstigen Probleme, die sind dann irgendwie weggeblasen, ist halt irgendwie ganz toll mit ihr. Erotische Fantasien? Ja, auch. Also du stellst dir vor, wie du oder dass du mit ihr sexuell umgehst, ja, und verkehrst. Schon. Mhm. Aber ich kann mir das jetzt auch irgendwie so, dann erschrecke ich mich auch manchmal so dabei vor mir selber, mhm. Sodass ich irgendwie denke, dass... Mhm. Bist du mit deinem Freund noch glücklich? Ja, also ich liebe ihn schon, auf jeden Fall. Das klingt nicht gut. Es ist irgendwie halt so... Also wenn du ihn lieben würdest, hättest du jetzt rausgerufen, ja, natürlich. Und du hättest nicht gesagt, naja, ich liebe ihn schon noch. Ja, manchmal frage ich mich auch, ob das dann halt... ob das noch Liebe ist in dem Sinne oder ob ich mehr so... Gewohnheit. Ja, Gewohnheiten, dass er mir auch einfach als Mensch sehr wichtig ja. ist. So, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also es ist halt was ganz anderes, wenn ich mit ihr wenn ich mit ihr zusammen bin. Schläfst du mit deinem Freund noch regelmäßig? Ja. Und vielleicht nicht mehr ganz so oft wie... Gefällt's dir? Ja, schon irgendwo, aber... ich merke halt doch jetzt seit 2 Monaten, also denke ich doch, dass ich in sie verliebt bin. Und das ist irgendwie, ich kann das auch dabei nicht ganz vergessen und irgendwie will ich ihm das auch sagen, aber das geht absolut nicht. Denkst du, wenn du mit deinem Freund schläfst, an diese Frau? Vielleicht nicht an die Frau, aber dass da irgendwas ist, was so nicht weitergehen kann, also irgendwo schon. Mhm. Gibt es eigentlich irgendein Signal von dieser Frau zu dir hin, dass sie ähnliche Gefühle empfindet? Ja, ich weiß nicht, wie man das deuten kann. Also sie ist schon sehr, sehr emotional mir gegenüber und zeigt auch so körperliche Nähe. Und das weiß ich jetzt nicht, ob sie, also sie ist auch schon sonst so ein sehr offener Mensch. Aber sie lebt, sie ist keine lesbische Frau. Nein. Hat sie einen Freund? Ja, sie ist verheiratet. Sie ist verheiratet. Auch wesentlich älter als ich. Also sie ist 40 und hat auch 2 Kinder und das ist also das heißt ja gar nichts, wenn die mit dir körperlich umgeht, heißt das noch gar nichts. Und wenn sie herzlich ist, heißt das auch noch überhaupt gar nichts, ne? Frauen ja, aber gehen wir ja gehen auch manchmal halt alleine zusammen raus und da ist das auch so halt, dass wenn mich auch irgendwo ein Mann halt dann auch mal so, sag ich jetzt mal, anspricht oder anmacht, dann
dann ist ja auch wirklich so, also wir tanzen dann praktisch nur zusammen und überhaupt nicht irgendwie so. Naja, also, das kann auch sein, sie ist die Schwester deines Freundes, ne? Dass sie nicht erfreut ist, wenn dich ein Mann anspricht, ist ja vielleicht auch klar. Also das ist mal sehr schwierig, da so zu interpretieren. Man legt natürlich dann vieles auf die Goldwaage und interpretiert das in jene Richtung, die man gerne haben möchte. Aber Ute, ich glaube, das ganz große Problem, so scheint mir das, wie du das erzählst, ist die Beziehung zwischen dir und deinem Freund und die neu aufkommenden lesbischen Gefühle, die du da beschreibst, die bringen das Ganze jetzt erstmal in Bewegung. Du bist ja, du scheinst ja mit deinem Freund nicht wirklich glücklich zu sein. Ja, das kann auch schon sein, weil er halt teilweise so, also auch so ein Macho ist und ich mich da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, an die Wand gedrückt fühle. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich so, als ich ihn kennengelernt habe, dass das eigentlich so doch so von seinem Auftreten her und so der Mann war, den ich gesucht habe. Und ich, aber wir reden jetzt nicht, damals war das, wir reden ja jetzt von jetzt. Die Zeiten ändern sich. Ja, aber es ist mir einfach, ich könnte mich nicht von ihm trennen. Mhm. Ja, man muss ja gleich nicht von Trennung reden, aber irgendwas scheint mir nicht zu stimmen. Und irgendwo ist da ein Unwohlsein deinerseits. Ja, schon. Ich glaube, wenn diese Beziehung richtig intakt wäre und alles gut laufen würde, kämen vielleicht auch gar nicht diese anderen Gefühle so auf. Dass du dich in einen anderen Menschen verliebst, dass es nun auch noch eine Frau ist, verkompliziert die Sache natürlich, auch was so die eigene Identität angeht und überhaupt. Es ist auch so, dass er so was das Sexuelle anbelangt, dass er auch sehr, wie soll ich das sagen, halt da vielleicht oft mehr will als ich Was will er denn? Ja, einfach auch von der Sache, wie oft und so. Mhm, also, und dass ich mich dann auch irgendwo so manchmal dann auch wie so ein Objekt der Begierde fühle. Und ich bin gerne so Objekt der Begierde. Eigentlich ist es doch toll, wenn man ein Objekt der Begierde ist. Ja, das stimmt. Kommt natürlich auf an, von wem, ne? Ja, und es ist halt dann irgendwo so, dass ich mich dann oft nicht traue, halt auch Nein zu sagen. Und aber das ist genau der Punkt, Ute. Die Frage ist, wie offen bist du deinem Freund gegenüber? Redest du über all das, was dir missfällt, klar? Sagst du es ihm ins Gesicht? Normalerweise, was so jetzt andere Dinge betrifft, wo wir auch oft geteilter Meinung. Ja, es kommt drauf an, mir geht es auch oft nicht gut, ich bin auch sehr, sehr, sehr stimmungslabil und wenn es mir halt so sehr schlecht geht, dann nicht, also dann also kann ich glaube, nicht so richtig durchsetzen. Ich nehme das schon sehr ernst, dass du sagst, du bist verliebt in die Freundin, in die Schwester deines Freundes, aber ich glaube wirklich, dass zuallererst mal die eure und deine Beziehung zu deinem Freund geklärt werden muss. Und zu diesem Klären heißt, dass du absolut den Mund aufmachst und ihm alles sagst, was dir missfällt. Mal sehen, was sich dann verändert und ob sich was verändert. Wenn die Gefühle, ich würde jetzt auch noch ein bisschen warten und mich beobachten, was die Gefühle zu der Frau betrifft. Das dauert ja mal gerade erst zwei Monate. Sollte das dann, nachdem die Beziehung mehr oder weniger geklärt ist, sofern man das richtig klären kann, sollten die Gefühle zu der Frau immer stärker werden, dann wird es, glaube ich, ernst, ne? Ja, ja. Dann wird es ernst. Dann, und ich habe auch irgendwo sehr große Angst davor, halt, weiß ich nicht so, ich habe auch ein sehr schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern, so erst auch irgendwo schon, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 2 Jahre waren, oder sind, auf jeden Fall erst meine Familie geworden irgendwo. Wie, du hast Angst, dass deine Eltern böse mit dir sind, wenn du dich trennen würdest von ihm? Nein, das nicht, aber ich habe ganz, ganz schlechten Kontakt zu meinen Eltern. Und ach so, ich verstehe, das ist so ein Familienersatz dann auch für dich. Ja. Gut, aber das ist alles gut und schön, sage ich mal. Wenn es aber auf einer unehrlichen Grundlage steht, ist es nichts wert. Das heißt, du musst dich um diese Beziehung richtig kümmern erstmal und deine Bedürfnisse ihm richtig klar machen. Ja, und wenn ich das gemacht habe und es weiter unzufrieden läuft für dich letztendlich und die Gefühle zu der Frau immer stärker werden,
dann würde ich mit der Frau mich mal unterhalten. Aber dann habe ich auch irgendwo ganz große Angst davor, sie halt irgendwo, dass sie Angst bekommt. Ja, weißt du, was dann passieren kann? Dann kann nämlich passieren, dass du die Frau verlierst, als Freundin vielleicht und sogar deinen Freund. Ganz genau. Ja, das kann sein. Aber dann ist das vielleicht immer noch der ehrlichere Weg, als so ein sich dahin wursteln, wie es vielleicht sich jetzt abzeichnen könnte. Interessant ist auch zumindest, was das ganze das Positive an der ganzen Sache finde ich, Ute, dass du eine Neuentdeckung an deiner Person machst, nämlich dass du auch auf Frauen stehst. Ist doch eine interessante Erkenntnis. Ja, das und eine Bereicherung. Du kannst auch eine Frau offensichtlich lieben, ist doch toll. Ja, das stimmt ja auch, aber ich denke mal, kein Mensch kann so ganz, also ich habe halt wahnsinnige Angst davor, alles, was ich mir jetzt aufgebaut habe, zu verlieren. Deswegen tu erstmal jetzt was dran. Ne? Wie ich das gerade sagte, mit deinem Freund. Geh in alle Unzufriedenheiten und leg sie offen. Dann muss man weitersehen. Vielleicht können wir noch mal reden miteinander. Ja. Und beobachte dieses Gefühl noch ein bisschen zu der Frau. Ja? Ja. Eine andere, bessere Möglichkeit habe ich dann ja wohl erstmal nicht. Du sollst auch jetzt nicht überstürzen, finde ich. Ruf mich doch nochmal an. Versuch mal so in 3-4 Wochen nochmal durchzukommen. Das mache ich. Da weiß man vielleicht schon mehr, ja? Ja, okay, dann bedanke ich mich. Ute, alles Gute. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, draußen im Nordrhein-Westfalenland. Im Fernsehen läuft eine Sendung über... Ich glaube, über Schlager oder so. Und ich bin nicht dabei. Das ist ja ein Ding. Irgend sowas. Nina Hagen hat zumindest gerade gesungen. Na gut. Wir unterhalten uns. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir können über alles reden, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Nächster Anrufer, das ist der Peter. Peter ist 20 Jahre alt. Hi. Hallo. Hallo Peter. Mein Thema ist der Tod. Und zwar der Tod von meiner Mutter. Wann? Sie ist 1991 gestorben. So lange ist das schon, da warst du so jung noch. Ja, da war ich 9 Jahre alt. Und zwar das Problem besteht daran, sie hat Krebs gehabt. Und das schon eine ganze Weile lang. Ich meine mich zu erinnern, 2 Jahre schon. Also bis das ausgebrochen ist. Ja. Und sie ist im Endstadium in einem Hospiz gelandet. Ja. Was mir nachher später erst gesagt wurde, dass es ein Sterbehaus ist. Und weil das halt für mich irgendwie zu langweilig war, da jeden Tag zu sitzen und einfach nur irgendwie zuzuhören, wie meine Oma und meine Mutter sich da unterhalten. Und weil das halt so schrecklich aussah, bin ich immer in den Keller runtergegangen von diesem Hospiz, um irgendwas zu malen oder zu spielen oder sowas. Ja, und das ging halt immer so weiter. Also wir waren ja jeden Tag da. War dein Vater nicht dabei? Nee, mein Vater ist in Belgien, mit dem habe ich überhaupt keinen Kontakt. Achso, du warst, deine Mutter war alleinerziehend. Ja, genau. Ja. Also ich habe noch 2 Geschwister, die waren zu dem Zeitpunkt auch da. Du bist in den Keller gegangen und hast gemalt. Ja, ich bin jeden Tag so gut wie in den Keller gegangen und habe gemalt oder irgendwas gespielt. Mhm. Und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann wieder hochgekommen. Und dann habe ich nur gesehen, wie meine Mom auf dem Bett lag, die Hände zusammengefaltet hatte. Da brannte eine Kerze und ja, alle waren am Weinen. Mhm. Und ich wusste erst gar nicht, was da los ist. Und dann hat mich meine Oma in den Arm genommen und dann habe ich meine Mom da liegen sehen und dann, ja, dann war es halt schon zu spät. Mhm. Also ich habe ihr nicht mehr lebewohl sagen können oder so. Und da ist halt der Punkt, wo ich mir irgendwie Vorwürfe mache, dass ich halt nicht da gewesen bin. Aber Peter, du warst ein Junge von 9 Jahren. Der das ja überhaupt gar nicht richtig kapiert hat, wahrscheinlich, was das ist, was das bedeutet, wie du gerade selbst gesagt hast, der Hospiz. Ich habe auch die Ereignisse gar nicht ermessen hat, die da passierten. Genau, ich habe auch bis vor kurzem erst erfahren, also gar nicht gewusst, dass er Krebs hatte. Also, das hast du vor kurzem erst erfahren? Ja, also das heißt vor kurzem, vor ungefähr 1 Jahr oder so, da konnte ich erst mit meiner Oma darüber richtig reden. Warum hat man dir das verheimlicht? Das ist doch keine Schande. Nee, wir hatten mir verheimlicht. Ich habe mich nicht getraut, es darauf anzusprechen. Ach so. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Foto oder sowas in Verbindung brachte mit meiner Mutter, dann fing sie halt tierisch an zu weinen. Und das tat mir auch weh, meine Oma weinte. Ach so, deswegen hast du es gar nicht thematisiert. Ja, und jetzt habe ich mir halt gedacht, jetzt möchte ich schon genauer wissen, was da Sache war. Dann habe ich halt erfahren, dass es Krebs war, weil es war wirklich schlimm. Ihr ist ein Auge zurückgesprungen, was auch immer das bedeutet hat.
Mhm. Und sie war, die halbe Körperseite war gelähmt. Mhm. Wie alt war deine Mutti? 41. 41, mhm. Ja, und ich stelle mir das auch irgendwie anders vor, wenn ich daran denke, irgendwie, wenn ich doch hochgegangen wäre schon vorher. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie sie gestorben wäre, ob sie einfach eingeschlafen wäre oder mit einmal aufgehört hat zu reden und die Augen verdreht, da weiß ich nicht, ob ich mir das schlimmer vorstellen soll oder eher schlimmer vorstellen soll, dass ich unten im Keller gewesen bin. Vielleicht wäre es für den kleinen Jungen, den 9-jährigen Peter, damals viel schlimmer gewesen, das zu sehen. Das ist eine gute Überlegung. Vielleicht ist sie ja gar nicht so sanft eingeschlafen, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist sie auch ganz normal eingeschlafen. Ja. Aber weißt du, was ich das Allerwichtigste an der Sache finde, ist, deine Oma war dabei, ne? Ja. Deine Oma war dabei, das heißt, sie ist nicht alleine gestorben. Ja. Und sie wusste, war sie noch bei Bewusstsein zum Schluss? Ja, also bis dass ich sie zuletzt gesehen habe, war sie bei vollem Bewusstsein. Siehst du, so. Und ihr war bewusst, dass ihr Junge auch in der Nähe ist. Und das ja, ist das alles. Ich bin ja nicht da gewesen. Ja, aber du warst in der Nähe. Sie hat dich ja noch gesehen. Und nur darum geht es doch, Peter. Und das ist das Allerwichtigste. Und selbst wenn du, kleiner Kerl, in der Zeit nicht mal in dem Hospiz gewesen wärst, dann musst du dir doch keine Vorwürfe machen. Du bist ein Kind, ein kleines Kind gewesen, Mensch. Ja, ich weiß, aber ich habe früher mal gesagt, dass ich sozusagen der Mann im Haus bin, weil halt, ich war halt der einzige Sohn. Ja. Und nur noch zwei Schwestern, und ich habe immer gesagt, dass ich auf meine Familie aufpasse. Mhm. Und ja, dann bin ich halt nicht da gewesen. Ich kann verstehen, dass einen das vielleicht jetzt so emotional ergreift und denkt, ach, wär man doch da gewesen. Aber sich da Vorwürfe zu machen, ich finde, da sollte man jetzt mal sehr rational rangehen. Und das ist richtiger Blödsinn, Peter. Richtiger Blödsinn, finde ich. Diesem Gefühl darfst du keinen Lauf lassen. Weil das ist Unsinn. Das wird deine Mutter, deine Mama nie so sehen, wenn die jetzt darüber urteilen könnte. Niemals. Wenn du erst 16 gewesen wärst und irgendwie wärst rausgegangen und hättest geraucht draußen oder irgend sowas, dann kann ich es verstehen, aber doch nicht so. Mhm. Aber ich weiß nicht, es kommt irgendwie immer wieder hoch, egal bei welcher Situation. Ja, vielleicht ist das aber auch nur die Spitze des Eisberges. Vielleicht hast du dieses ganze Drama noch gar nicht richtig verarbeitet. Wenn du auch so lange nicht reden konntest, zum Beispiel mit deiner Oma darüber, vielleicht liegt da auch der Hase im Pfeffer, dass die ganze Geschichte nicht verarbeitet, noch lange nicht richtig verarbeitet ist. Kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Also mit meinen Schwestern und so kann ich da eigentlich ziemlich gut drüber reden, auch mit meiner Freundin. Nur halt irgendwie die Brücke ist bei meiner Oma. Mhm. Kannst du denn jetzt mit der Oma mittlerweile reden oder weint sie immer noch? Also sagen wir so, ich habe jetzt vor kurzem ein Video bekommen von meiner Geburt an, was alles so aufgezeichnet wurde, wo auch meine Mutter drauf ist. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mhm. Da ist halt noch die letzten Bilder, wo sie im Rollstuhl ist. Mhm. Und ab da, wenn wir uns das angeguckt haben, ist meine Oma mal rausgegangen. Und da wusste ich schon, dass da irgendwie auch vorbei ist. Mhm. Und als ich das erste Mal gesehen habe, konnte ich mir das Video auch nicht bis zum Ende angucken. Klar, klar. Hast du mit deiner Oma denn schon mal darüber gesprochen, wie die letzten Minuten waren? Nee, kann ich nicht. Also das kann ich wirklich noch nicht. Mhm. Ich glaube, da ist vielleicht der Schlüssel für alles zu finden, dass du immer wieder und ganz vorsichtig mit deiner Oma redest. Das tut deiner Oma gut, letztendlich. Und wenn sie weint, dann soll sie weinen. Vielleicht weinst du auch und das tut dir auch gut. Aber ihr redet darüber. Vielleicht hat deine Oma ja all die Jahre das auch immer wieder runtergeschluckt. Und da brauchst du auch vielleicht gar nicht so Rücksicht zu nehmen. Lass sie weinen. Und du wirst bestimmt auch anfangen zu weinen, wenn... Ja, ja, das ist jedes Mal so. Ja, siehst du? Und ich glaube, das müsst ihr machen. Die Oma kann dir am meisten erzählen von deiner Mama. Mhm. Das ist die Mutter deiner Mutter, ne? Diese Oma. Ja, richtig. Mhm. Versuch das doch mal. Du bist ja 20 Jahre alt, dass du behutsam immer wieder das Thema anfängst und ihr auch begreiflich machst, dass dir das so wichtig ist und du das auch gerne, dass du einfach gerne mehr von deiner Mama erfahren möchtest, dass... Das ist ja auch schmeichelhaft dann wiederum für deine Oma. Mhm. Ja? Ja. Versuch mal. Aber die Vorwürfe schminkst du dir wirklich ab, Peter. Das ist Unsinn. Das ist wirklich völliger Quatsch. Ja, okay. Muss man halt versuchen. Ja. Steuer da immer gegen, wenn dieses Gefühl hochkommt, weil das ist wirklich Unsinn. Ja, okay. Alles Gute. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss, Peter. Ja, tschüss. 0800. Hier ist Radio 1 live.
vom Westdeutschen Rundfunk in Köln. Und das hier ist unsere Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr mit mir reden wollt, diese Nummer wählen. Und vielleicht klappt es dann ja auch. Sylvie, 29 Jahre alt, hallo. Ja, hallo, Domian. Sylvie. Ja. Was ist los? Also ich wollte eigentlich nochmal zu dem Thema Rache anfangen. Ja, hatten wir am Dienstag. Richtig, ja. Mhm. Und ich bin also der Meinung, dass Rache eigentlich in den meisten Fällen einem selber schadet. Ja, die Erkenntnis hatten wir hier, glaube ich, auch gewonnen. Ja. Untermauer du sie mal mit deinen Erfahrungen. Also ich habe Rache nicht ausgeübt. Aus dem Grunde, dass ich eben dann rechtzeitig wieder habe anfangen können, nachzudenken. Mhm. Was war denn vorgefallen? Ich hatte einen Lebensgefährten. Mhm. Das ist im August auseinandergegangen und zwar innerhalb von 12 Stunden. Mit dem habe ich zusammen ein Kind. Mhm. Der war damals 1,5 Jahre alt, der Dominik. Mhm. Und er hatte ein Kind aus erster Ehe. Mhm. Und diese beiden Kinder waren halt zusammen bei uns. Und dann kam er auf mich zu und hat mich gefragt, einfach so aus gerade Blaue hinaus, ob er die beiden Kinder nicht seiner neuen Freundin vorstellen könnte. Ach. Auf dem Wege habe ich dann halt erkannt, dass er mir fremd geht. Ja, auf dem Wege würde ich das dann auch erkannt haben. Ja, ja. Das war natürlich deutlich. Wie, das ist ja super krass. Du hast jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und er sagt, ich würde ganz gerne die Kinder meiner neuen Freundin vorstellen. Ja, er hat mich gefragt, ob ich was dagegen hätte, dass er dann eben mit den beiden Kindern am nächsten Tag dann zu seiner neuen Freundin fahren würde. Moment, aber da wart ihr jetzt noch mal da wart ihr noch richtig zusammen? Da waren wir doch richtig zusammen, ja. Bis eine Stunde vorher war sogar alles noch völlig normal. Hat dich der Schlag nicht getroffen? Doch. Ziemlich schon. Das kann man nicht anders sagen. Also ich konnte auch das in dem Moment überhaupt nicht fassen. Ich habe dann nur gesagt, wie, du hast eine neue? Mhm. Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich mich in dem Moment einfach erstmal umgedreht und bin gegangen. Das war auf dem Straßenfest bei uns. Mhm. Das heißt, ich bin noch nicht die Person, die irgendwie eine Szene vor anderen Leuten macht oder so. Ich habe mich also einfach nur umgedreht, bin gegangen. Mhm. Und war so schon ziemlich fertig. So, und das Kind aus erster Ehe ist auch immer ziemlich auf mich fixiert gewesen. Gar nicht so sehr auf den Vater. Das ist auch heute noch so. Ich habe noch Kontakt. Mhm. Und dann ist er abgehauen. Hat mich da stehen lassen mit den beiden Kindern. Ohne Geld, ohne Telefon, ohne Schlüssel. Ich hatte eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Und dann habe ich also dann noch mit Mühe und Not mit den beiden Kindern um 21:45 Uhr abends, mit dem Alter kann man sich vorstellen, wie die Kinder drauf waren, dann noch einen Schlüssel organisiert und habe die zwei erstmal in die Badewanne gesteckt und habe ihn dann angerufen, er soll sofort kommen. Und weil eben die beiden Kinder dann schon im Bett waren, durfte er die Nacht dann noch eben bei mir bleiben, weil ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht gehen, du hast immerhin noch deine Tochter hier. Sag mal, Silvia, ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich würde bis zum Geht nicht mehr reden wollen. Was denn da vorgefallen? Ich habe geredet. Also ich habe auf ihn eingeredet. Die ganze Nacht habe ich ihm eigentlich ziemlich zur Hölle gemacht. Ja, nicht nur zur Hölle machen, sondern einfach, man will das doch verstehen. Warum? Seit wann? Was ist in dir vorgegangen? Liebst du mich nicht mehr? All solche Fragen. Ja, aber da kam ja keine Antwort. Also auf all diese Fragen kam einfach keine Antwort. Es kam einfach nur, ich bin müde, ich mag jetzt nicht, was weiß ich nicht. Und das hat auch den Hass eigentlich größer gemacht. Also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen gehasst, aber bei ihm kann ich das wirklich sagen. Verständlicherweise. So, und dann hast du eine Weile auch auf Rache. Ja, richtig. Also ich hatte durch seine Ehescheidung, die habe ich halt in dem Endstadium noch mitbekommen. Er war also schon getrennt, als ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Wir waren 3,5 Jahre zusammen und bis 1,5 Jahre vorher hatte die Scheidung noch angedauert. Das war halt auch eine sehr lange Scheidung. Mhm. Und da habe ich viel gelernt draus und hatte also auch dementsprechend vorher Unterlagen beiseite geschafft. Mhm. So, die man also auch brauchen kann. Ich hätte ihn also finanziell schwer schaden können und ich könnte es auch noch heute. Nur wie? Bei seiner Ex-Ehefrau und Ehegattenunterhalt. Also durch Erpressung oder was? Nein, habe ich nie gemacht. Ich habe ihn Nein, du könntest ihn aber erpressen. Ja, könnte ich. Ich könnte ihn also jederzeit hochgehen lassen. Mhm. Und hast du denn darüber eine Weile nachgedacht, das zu tun? Ja. Ja, weil eben diese Wut. Ja, na klar, brauchst so du gar nicht erklären. War, ja. Es war halt, also diese immense Wut und die Wut war noch nicht mal mehr, dass er mich betrogen hat, sondern dass er dann mich mit dem Kind hat stehen lassen. Und ja, er hatte es sich eigentlich so vorgestellt, dass unsere Beziehung weiterläuft, aber seine Beziehung zu dieser neuen Frau auch. Klar, die schönste Lösung für ihn, ne? Ja, klar. Wie lange bist du mit der Wut herumgelaufen? Eigentlich hat die erst so vor, ich sag mal, einem Monat aufgehört.
Aber und was hat dich dann dazu bewogen, zu sagen, nein, ich übe diese Rache nicht aus, ich mache es nicht? Ganz einfach, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ein finanzieller Aspekt. Denn wenn ich ihn hätte hochgehen lassen, würde ich heute keinen Unterhalt mehr bekommen. Das könnte er nicht mehr bezahlen. Aha, also hängt da jetzt doch nicht nur Weisheit drin, ist sondern deine persönliche Existenzfrage. Ja, auch eine eigennützige Überlegung. Ne? Ja klar. Nee, weil du gerade am Anfang so ganz theoretisch gesagt hast, Rache bringt nichts, habe ich gedacht, oh toll, grundsätzliche Überlegung. Aber hier ist ja doch sehr viel Egoistisches mit drin, ne? Ja. Nämlich materiell Egoistisches. Ja, doch, das muss ich zugeben, ja. Ich meine, ich bin generell nicht die Person, die irgendwie Rache übt. Ich kann also gut mit jemandem abschließen. Hier ist also das Problem einfach, dass wir auch den gemeinsamen Sohn haben. Dieser Abschluss, wie ich ihn für mich gewöhnt war bis jetzt, diese Situation, die war für mich ungewohnt. Ich kannte das noch nicht und da ist natürlich ganz andere Aspekte, die da... Höre, wenn die finanzielle Sache hier nicht wäre, würdest du ihn dann hochgehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke mir auch, gleichzeitig haben wir auch einen gemeinsamen Sohn und den haben wir bewusst bekommen. Und da war ja auch irgendwann mal was. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es war ja auch bei mir etwas bis zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass er fremd geht. Und ich weiß nicht, ob man das so ausschalten kann. Ich meine, ich bin jetzt in dieser Situation. Ich habe das bei der Sendung auch gesagt am Dienstag. Ich glaube, dass man, selbst wenn man das denn tun würde, vielleicht oftmals verständlicherweise eine krasse Racheaktion durchzuführen, ich glaube, dass es immer irgendwie an einem selbst hängen bleibt und man auch nicht glücklicher wird dadurch. Nee, das glaube ich auch. Ich wäre auch nicht glücklicher geworden. Vielleicht wird man viel glücklicher, wenn man souverän ist und sagt, okay, es war halt so, verpiss dich aus meinem Leben, aber lass mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Ne? Ja, also wie gesagt, ich denke mir, es hätte auch so nichts gebracht. Die wahre Größe liegt nicht in der Rache, sondern im Darüberstehen, ne, vielleicht. Ja, aber das Darüberstehen ist natürlich auch schwierig. Super schwer, wenn man so richtig, so richtig eine Wut hat und verletzt worden ist natürlich auch enorm. Ja. Und man auch sieht, wie die Kinder eben da dran hängen. Klar. Also, ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ja, ich hoffe es. Und hoffentlich rauft ihr euch noch ein bisschen zusammen. Ja, das ist natürlich schwierig. Mhm. Aber ich meine, wie gesagt, wir haben das Kind und der soll nicht darunter leiden einfach, weil der kann nichts dafür. Weißt du, wo du tierisch jetzt aufpassen musst, dass du, nachdem dir sowas passiert ist, so etwas Krasses mit einem Mann, dass du daraus nicht schlecht und falsch lernst und über skeptisch und vorsichtig wirst, wenn aber das ist, glaube ich, nicht auszuschließen. Ja. Aber da musst du ein bisschen gegensteuern zumindest. Also das ist einfach so, bei jedem, den man kennenlernt, klar. Es einfach erstmal in erster Linie, welche Fehler weist der auf und wie kann man das vergleichen. Man vergleicht halt. Ne? Es ist immer der Vergleich da und das ist natürlich schwierig, dagegen anzukommen. Also ich denke mir... Aber die Gefahr, weißt du, die Gefahr besteht nämlich, wenn du jetzt zu kritisch an Männer rangehst, dass dir diese Geschichte, die du erlebt hast, vielleicht neue Liebesgeschichten madig macht. Und vergrault. Ja. Und dass du einem Mann, einem neuen Mann, der es vielleicht wirklich gut meint, gar keine richtige Chance mehr geben kannst. Ja. Und dagegen musst du ansteuern. Ja, aber wie gesagt, das ist halt schwierig, weil man diesen Gedanken ständig mit sich trägt. Klar. Und auch dieser Vertrauensbruch, der da stattgefunden hat. Ne? Ja. Denn ich würde ja jetzt, also ich im Augenblick denke ich gar nicht an eine neue Beziehung. Für mich kommt das im Augenblick gar nicht in Frage, weil ich eben noch diese Verletzung habe. Und wenn ich denke, dann... einfache Sachen, so was normal war bei mir. Ein Mann macht auch mal alleine was, genauso wie ich auch mal alleine was mache. Da würde ich dann jetzt schon nachdenken, ne? Was macht er denn? Klar, oder bin ich denn nicht wieder? Oder? Also wie auch immer, jetzt musst du vielleicht noch ein bisschen die Wunden lecken und ich wünsche dir trotzdem einen tollen Mann irgendwann. Ja, danke. Der so eine Scheiße nicht mit dir macht. Silvia, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich an der Schrippe den Oliver und Oliver ist 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Oliver. Na, um was geht's? Ja, es geht um meine Partnerschaft. Ja. Mit meiner Partnerin und um die Sexualität, die dort stattfindet. Mhm. Wir sind jetzt seit 7 Monaten zusammen. Mhm. Und auf sexueller Basis hat sich eigentlich in den letzten 3 Monaten erst richtig was entwickelt. Ich muss sagen, sie ist noch Jungfrau. Mhm. Wie alt ist sie? Und 19. Ja. Und... hört sich vielleicht jetzt ein bisschen unglaubwürdig an, aber ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass sie noch Jungfrau ist. Sie sagt auch, dass sie mit 14 ihren letzten Freund hatte. Und sie geht auch sehr skeptisch in unsere Beziehung rein, und schon von Anfang an. Sie geht skeptisch da rein? Ja. Warum? Ich könnte ja fremdgehen und
Also sagt sie nicht so direkt, aber sie sagt, dass sie sich mir nicht völlig öffnen will. Also dass sie auch etwas Angst vor Nähe hat. Ich denke, aus der Grundangst heraus, verletzt zu werden. Na gut. Und ja. Auf sexueller Basis hat sich jetzt in den letzten 3 Monaten schon eine Menge getan, muss ich sagen. Was macht ihr denn miteinander? Wir schlafen nicht miteinander, aber es kommt schon nahe daran. Es geht schon nahe daran. So, und also die übliche Petting-Nummer läuft schon? Ja, richtig. Mit Orgasmus? Nein, ohne. Mhm. Und ich muss sagen, bitte nicht lachen, aber bis jetzt habe ich ganz gut durchgehalten. Und normalerweise bin ich ein Typ, der sehr schnell kommt. Also in meinen vorigen Beziehungen habe ich eigentlich vor einigen Jahren, da bin ich einfach ganz egoistisch raufgegangen, die Rein-Raus-Nummer, und dann bin ich gekommen und so. War in Ordnung für mich. War mir auch egal, was die Frauen denken. Ne? Aber wo liegt denn genau jetzt das Problem? Das Problem, dass ich ihr eben, ich möchte ihr alles bieten, was ich nur bieten kann, auch auf sexueller Ebene. Und da ich wohl mir gerne den Sex wünsche, denke ich da wieder an ein Problem, das ist jetzt nicht rein psychischer Beschaffenheit ist, sondern einfach das ist ein körperliches Problem. So, jetzt aber raus mit der Sprache. Ich habe eine Schwellkörperverkrümmung. Also ich habe einen krummen Penis, auf Deutsch gesagt. Haben ja viele. Wie krumm ist er? Ja, das habe ich bis vor kurzem auch erfahren. Und wie krumm ist er denn? Ja, wie soll ich sagen? Wenn der Hodensack bei Süden liegt, dann steht die Eichel bei Nordwesten so, ne? Muss ich sagen. Auf dem Kompass. Ja. Und das ist schon problematisch beim Sex. In den letzten paar Jahren ist die Krümmung stärker geworden. Und hat auch beim Sex, beschwert den Sex eben. Das heißt, er rutscht raus. Und ja, mir ist es ziemlich peinlich. Aber, Aber? Ja, wenn wir im Bett liegen und uns streicheln nehmen, dann. Also, sie kennen. Sie sagen es auch. Aber sie hat ihn schon gesehen. Sie hat ihn schon begutachtet. Ja, das beste Stück. Aber es. Der Gedanke geht nicht aus meinem Kopf raus. Das ist doch das, was muskulösere Männer gibt mit einem vernünftigen Schwanz und eben, dass alles besser klappen könnte, dass sie vielleicht woanders besser aufgehoben wäre. Ich weiß nicht, also das ist schon zu einem richtigen psychischen Problem bei mir geworden. Also du schämst dich deiner oder was? Ja, allein schon darüber zu reden. Ne? Also ich war ganz durcheinander, weil ich da gerade am Anfang unseres Gesprächs sagte, das Problem liegt darin, dass deine Freundin so vorsichtig ist und du nicht richtig ran darfst. Aber das scheint ja gar nicht das Problem zu sein. Das Problem ist, dass du mit dir und deinem Geschlechtsteil Probleme hast und deinem Körper oder was? Ja, sie wird auch immer offener auch mir gegenüber. Nur je offener sie wird, desto offener werde ich auch. Und wenn wir im Bett liegen, dann habe ich auch nicht da so das Problem. Aber hinterher schäme ich mich irgendwie dafür. Und hast du das mal gesagt? Ja. Und was hat sie wieder beantwortet? Ja, also eigentlich, sie hat das geantwortet, was ich eigentlich, das stört sie nicht. Und sie will mich so, wie ich bin. Und es gibt wichtigere Dinge als Sex eben. Ich soll jetzt auch bald operiert werden. Und du sollst operiert werden? Ja, genau, man kann diese Krümmung. Warst du beim Arzt? Ja, beim Urologen. Und der sagt, ist doch wunderbar. Wo liegt das Problem dann noch? Diesen schlauen Ratschlag wollte ich hier gerade nämlich auch geben. Wenn es zu krass ist, dann geht zum Arzt. Man kann das relativ einfach operieren. Aber? Naja. Eigentlich gibt es kein Aber mehr, ne? Na, also. Das finde ich allerdings auch. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Ich wurde auch noch nie operiert. Das kostet mir schon eine Menge Überwindung, mich darauf. Das heißt, jetzt haben wir ein drittes Thema. Du hast Schiss vor der Operation, oder was? Ja, ich bin, ja, auch. Ja. Aber ich glaube, dass der Urologe dich insofern aufgeklärt hat, dass das ein relativ harmloser Eingriff ist. Oder was hat er dir denn erklärt? Ja, also, wenn es zu keinen Komplikationen kommt, dann bleibt es bei diesem einen Eingriff eben. Davon gehe ich auch aus, ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diese Operation hinter mir liegt, dass es wohl auch irgendwann zum Sex kommen wird zwischen ihr und mir, wenn diese 8 Wochen rum sind. Mhm. 8 Wochen nach der Operation darf man eben keinen Sex haben, damit die Wunde, die Narbe fallen. Und wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dann würde ich mich selber natürlich darüber freuen, dass ich irgendwo da unten wieder in Ordnung bin. Ja. Aber dann
kommt es wieder dazu, dass ich eben... Du eierst so rum, ich weiß gar nicht, was los ist. Während ich in sie eindringe, eben dann schon der Orgasmus kommt. Und das ist wiederum ein Problem bei mir. Ja, okay, jetzt wollen wir nicht über ungelegte Eier reden. Jetzt lass du dich erstmal operieren. Wann ist das? Das ist in 5 Wochen. So, in 5 Wochen. Und nach dieser Operation, da ich so einen Fall noch nicht in der Sendung hatte, dass jemand eine Penisverkrümmung hat behandeln lassen, rufst du mich nochmal an und dann unterhalten wir uns darüber. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Ist doch alles wunderbar eingefädelt jetzt schon, Oliver. Mach dir erstmal nicht den Kopf. Jetzt hast du bald ein wunderschönes Schwänzchen und dann kann die Post abgehen. Ja. Ne? Und mit dem zu frühen Kommen langsam. Das sehen wir dann. Das Problem lösen wir dann. Ja, ich bin sowieso ein Schesser überall und ich mache mir immer über den Kopf. Ich merke das schon. Ja. Komm, das haben schon so viele Männer über sich ergehen lassen mit der Begradigung und danach flutscht alles wie geschmiert. Meine pessimistische Grundhaltung. Ja. Die wollen wir jetzt mal ein bisschen zur Seite schieben. Du rufst mich wieder an, wenn du operiert worden bist. Ja, alles ich werde klar? Versuchen durchzukommen. Alles Gute, tschüss. Super Sendung, Domian. Danke, tschüss. 1.36 Uhr, 15 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live im Radio, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr müsst nur diese Telefonnummer hier wählen: 0800 5678 111. Und jetzt bin ich verbunden, schwuppdiwupp, mit Stefan. Und Stefan ist 18 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ja. Jetzt zu dir. Was ist los? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist das Blindsein und der Umgang mit dem Blindsein und was dazu gehört halt. Bist du blind? Ja. Seit wann? Seit etwa 2,5 Jahren, ja. Seit zweieinhalb Jahren? 2,5 bis 3 Jahren, ja. Und wie kam es dazu, dass du blind geworden bist? Also, erstmal dazu, ich bin ein Frühchen, das heißt 2 Monate zu früh geboren. Ja. Und konnte damals schon, sag ich mal, nicht gerade gut gucken, so 5 bis 7% waren das etwa. Mhm. Ja, und durch mehrere Operationen hat das dann irgendwann ganz nachgelassen, ja. Mhm. Also es ist schon geburtsbedingt und hat sich dann weiter verschlechtert alles. Ja. Mhm. Kannst du dich an die Zeit erinnern, oder anders gefragt, du hast noch die Welt wahrnehmen können, bevor du ganz erblindet bist? Ja. Also du kannst alles einordnen und kannst räumlich denken. Ja, ja. Genau. Ich habe auch gelesen, zwar mit Hilfsmitteln, so Lupe und Lesegerät und sowas. Mhm. Konnte mich auch normal orientieren. Mhm. Vielleicht nicht ganz normal, ein bisschen Hilfe war vielleicht auch notwendig, wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwelche Schilder oder sowas lesen sollte. Mhm. Straßenschilder oder so. Hast du bis zu der Erblindung ein relativ normales Leben geführt, was man so als Jugendlicher macht? Ich sag mal so, das mache ich jetzt auch noch. Ja, ja, klar. Die Frage war, hast du es damals auch gemacht? Ja. Ja. Ich bin halt bloß über die Woche in einem Internat. Mhm. Früher in Halle, heute in Tangerhütte, ja. Ja, aber ist es ja dennoch, wenn man in dem Alter erblindet, ist das ja ein heftiger Schlag. Wie hast du das verkraftet mit deinen jungen Jahren damals? Ja, ich sag mal so, ich wusste, dass es passieren kann. Mhm. Und dadurch kann ich damit auch relativ gut umgehen bis jetzt immer noch und ja, ich mache ja auch noch ziemlich viel. Und du bist jetzt hundertprozentig erblindet, du siehst nichts oder ist es alles schwarz um dich herum? Ich sehe noch, wenn es hell ist, sage ich mal so. Hell und dunkel. Mhm. Ja.
Jetzt wolltest du über irgendwas Spezifisches dich mit mir unterhalten zum Thema Blindsein. Was genau? Ja, mit dem beispielsweise mit dem Umgang. Da gibt es Leute, die lehnen das total ab. Also die lästern auch und so und finde ich irgendwo nicht okay, weil wie die lehnen das total ab? Die sagen, ich lehne Blindsein ab oder was? Nein, also die sag ich mal, ich habe da so ein schönes Erlebnis, vielleicht erzähle ich das einfach mal. Mhm. Und zwar bin ich in Tangelte von der zur Turnhalle gegangen und da neben uns ist so eine Schule für, ich sag mal, Lernbehinderte, aber da sind auch viele Leute da, die einfach nur faul sind, die keinen Bock haben auf Schule. Dadurch schlechte Noten haben und dadurch dahin gekommen sind. Naja, und die kamen dann halt da auch dahin, weil die Sporthalle wird von beiden Schulen genutzt. Und da meinte der eine so, das war zur Zeit, wo ich noch gucken konnte, und meinte der eine so, ja, hallo, siehst du mich? Und zeigte dann so zur Sonne und machte sich dann halt darüber lustig. Mhm. Das war jemand, aber der auch so 13, 14 war? Damals. Der war, ich würde mal schätzen, noch ein paar Jährchen älter. Noch ein paar Jährchen älter. Mhm. Ja, und dann gibt's halt noch die Leute. Gut, das ist nun schon lange her. Und man kann ja sagen, bei Jugendlichen oder Kindern gibt es halt so dämliche, derbe Scherze, auch Behinderten generell gegenüber. Wie ist es denn jetzt? Begegnen dir auch erwachsene Leute so? Wenn, dann vielleicht nicht offen, aber es gibt halt auch die Leute, die meinen, mich bemitleiden zu müssen, die alles, sag ich mal, tun zu müssen. oder auch in die der Meinung sind, mich in Watte packen zu müssen, das kann ich denn auch nicht leiden, weil ich der Meinung bin, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch, ne? Mhm. Aber es gibt nichts so richtig Konkretes, wo du sagen würdest, jetzt das oder diese Person mit den und den Äußerungen verletzt mich, geht mir unheimlich auf die Nerven. Das ist so ein generelles Gefühl, dass du dich nicht so respektiert fühlst. Ich hatte mal so ein Erlebnis, sage ich jetzt mal, ich habe über einen Radiosender ein Suchgebot aufgegeben, weil ich mit jemandem ausgehen wollte. Ich hatte Karten für einen, eine Kneipennacht. Mhm. Ja, und auf die Person habe ich dann gewartet und die kam nicht. Die wollte, weil ich mit ihr auch darüber gesprochen habe, dass ich blind bin. Die meinte dann wohl, mich verarschen zu müssen. Mhm. Ob es nur daran lag, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, dass sie damit nicht umgehen konnte. Ja. Wobei sowas auch sehenden Menschen passiert, dass sie einfach versetzt werden. Und ich finde einfach, Stefan, du oder auch überhaupt behinderte Menschen müssen einfach damit leben, dass es einige Idioten gibt. Ja. Das ist nun mal so. Aber ich glaube, Gottes, aber ich kann damit auch umgehen. Da hilft auch kein Jammern. Da muss man einfach. Ich muss mit denen ja auch nicht weiter umgehen können, wenn sie der Meinung sind, sie wollen nicht, dann sollen sie doch gehen. Ne? Da muss man drüber stehen und entweder es an sich abprallen lassen oder einen flotten Spruch zur Hand haben. Und man darf sich da nicht so drüber aufregen. Es gibt auch genügend andere nette Menschen, die Behinderte ganz normal behandeln. Und vielleicht sollte man das eher sehen. Genau, und das erlebe ich momentan auch gerade, denn ich arbeite auch oder fange jetzt gerade an, bei einem Radiosender zu arbeiten. Mhm. Ah, ein Kollege also. Ja, sozusagen. Ehrlich, als Sprecher oder was machst du? Momentan noch nicht ganz. Ich war jetzt zwar in ein paar Sendungen mit als, Gastmoderator, wie auch immer. Was ist denn das für ein Sender? Ein Privatsender irgendwo? Das ist ein nicht kommerzieller Sender in Aschersleben, wo Bürger für Bürger Radio machen können. Ja, so ein, das nennt sich Radio HBW, Harz-Bördewelle. Ja, kennen wir natürlich alle. Ist natürlich der Bombensender überall. Ein kleiner Hör ich immer Sender, nachts. Ja, ja, ist das dein Berufswunsch auch? Vielleicht mal so, kannst ja mein Nachfolger irgendwann mal werden hier. Ja, mein Berufswunsch ist es allerdings, mache ich in einem Jahr eine Ausbildung als Physiotherapeut. Ja, das ist auch solider. Mit dem Radio und so kannst du später nochmal machen. Lern erst was Anständiges und dann kannst du Radioshows moderieren. Wie auch immer, also ich mache das ja auch, wie gesagt, nebenbei, da verdiene ich auch nichts. Nee, ist mir klar. Mitglied bin ich dann am 23. und 24. habe ich dann halt Grundkurs für Radiomoderation nennt sich das. Da mache ich dann mit. Also Stefan, ich würde Folgendes sagen. Nochmal, lass dich nicht abhören von irgendwelchen blöden Sprüchen. Zieh dein Ding durch und sei ein guter Radiomoderator und ein guter Physiotherapeut. Und ich wünsche viel Glück und danke. Alles Gute rundherum. Und wie gesagt, die kommen mir da auch super entgegen. Die gucken, was sie da machen können. Weil prima. Wollen uns, die haben ja mitgekriegt, ich mache das ja mit einem Freund zusammen. Aber jetzt machen wir beide damit gegrüßt. Jetzt machen wir beide hier Schluss, weißt du das?
Ja. Alles Gute, lieber Stefan. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Leni. Hallo Leni, 34. Guten Morgen. Ich rufe nochmal an wegen dem Thema vom Dienstag. Rache? Ja, wegen Rache. Ja. Und zwar habe ich auch einmal Rache geübt. Das ist gut 10 Jahre her. Und zwar habe ich es so arrangiert, dass mein Freund mich mit einem anderen im Bett gefunden hat. Warum? Der hat mich eigentlich des Öfteren betrogen. Ja. Ich hatte zwar immer die Gewissheit, der tut das, aber nie einen Beweis dafür. Mhm. Der hat mich also auch belogen. Ich wusste, der lügt mich an, aber ich konnte nicht das Gegenteil beweisen. Und obwohl du keine Beweise in der Hand hattest, hast du die Racheaktion bewerkstelligt? Nein, ich habe dann später einen Beweis bekommen. Ach so. Ich habe dann auch gar nicht mehr groß was gesagt, weil ich genau wusste, der lügt ewig. Ja. Und dann habe ich das arrangiert. Ich hatte einen Bekannten, da wusste ich, der ist halt nicht abgeneigt. Und mit dem bin ich dann abends losgezogen und ich hatte... Aber du hast dir nicht eingeweiht, um was es ging? Nein, nein, nee. Um Gottes Willen, der wäre nicht mitgekommen. Der Arme wurde also missbraucht von dir? Ja, doch, der wurde missbraucht. Dann hast du dann mitgenommen und abgeschleppt ins Bett. Ist es denn dann auch zu entsprechenden Aktivitäten gekommen im Bett? So gut wie. So gut wie? Also, so gut wie. Wir waren ganz kurz davor. Also, da hörte ich dann den Schlüssel in der Türe. Also perfekt getimed. Das war mehr wie perfekt getimed. Da hast du dann nochmal kräftig gestöhnt. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment ist mir das Herz in die Hose gefallen. Ich habe Angst vor der eigenen Courage bekommen. Wie hat er denn reagiert, als er es gesehen hat? Der ist restlos ausgeflippt. Hat er den armen anderen Mann zusammengeschlagen? Nicht zusammengeschlagen, wir sind sich aber gegenseitig an die Gurgel gegangen. Bist du warst schuld? Ich war schuld und ich hatte in dem Augenblick, eigentlich, wie ich den abgeschleppt habe, auch nicht bedacht, dass der verheiratet war. Hm. Und natürlich hatte mein Ex da nichts Besseres zu tun, zu der Frau von ihm zu sein. Also das war eine sehr heikle Sache, die du da gemacht hast. Ja. Eine Sache, die man eigentlich nicht gutheißen kann. Vor allen Dingen hast du Leib und Leben auch noch riskiert von diesem Mann. Dein Freund hätte den ja wirklich übel zurichten können, ne? Richtig, nur ich hätte meinen Freund vorher nie so eingeschätzt. Niemals. Naja. Die Männer verteidigen ihr Weibchen, ne? Das ist wie im Tierreich. Ja, das ist so. Das habe ich gemacht. Ja, so ist es. Also ist wirklich sehr heftig geworden. Er hatte dann, wie gesagt, die Frau von dem informiert. Und ich meine, die Ehe von denen ist dann noch 3 Jahre, hat die noch gedauert. Mhm. Aber ich habe im Nachhinein gehört, dass ich nicht die erste und nicht die letzte war. Ja, Gott sei Dank. Hast du dem denn mal klaren Wein eingeschenkt, hast gesagt, dass er einfach nur instrumentalisiert worden ist? Nee. So gemein wollte ich dann nun doch nicht. Nee, der Arme, dann hätte er sich wahrscheinlich selbst in den Hintern gebissen, ne? Vor Ärger. Wahrscheinlich. Ich habe wohl auch nie meinem Ex gesagt, dass das arrangiert war. War es denn dann zu Ende zwischen dir und deinem Ex? Das war zu Ende. Das war zu Ende. Findest du denn, wir haben ja gerade so hier philosophiert und letzten Dienstag auch, dass eigentlich Rache nicht viel bringt. Würdest du es eigentlich jetzt mit deinen gemachten Erfahrungen auch so sagen? Ich würde sagen, mir hat es unheimlich gut getan. Ach so. Also du hast die Wut ausgelebt dadurch. Richtig ausgelebt. Es hat mir richtig gut getan, dem genauso weh zu tun, auch ein interessanter Aspekt. Wir wollen ja hier nicht nur den Frieden predigen, ne? Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, das zu machen. Ich weiß es nicht. Ich fand, der hat das verdient, auch mal genauso dumm oder verletzt dazustehen, wie andere dastehen. Ja. Aber die ganze Aktion war eben nicht so ganz klug, ne? Nee, also im Nachhinein muss ich sagen, es war nicht ganz klug, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Na gut, das war die Leni. Ich danke für den Anruf. Gut, bitte. Tschüss. Jetzt habe ich die Susanne dran und Susanne ist 36, hallo. Hallo, hier ist Susanne. Susanne, über was reden wir? Ja, ich habe ein Problem. Ich habe meine Schamhaare rasiert und traue mich so nicht zum Frauenarzt zu gehen. Ach, Susanne, was meinst du, wie oft der Frauenarzt schon schön rasierte Frauen gesehen hat? Meinst du? Ja, aber klar. Aber klar, und Schuss eigentlich. Nein, ich will dich jetzt nicht rausschmeißen, aber wirklich, das ist. Wie kam es denn, lass uns doch von vorne anfangen, wie kam es denn überhaupt zu der kecken und pfiffigen Idee, dass du deine Schamhaare rasierst?
Ja, also das ist halt schöner. Mein Freund findet das schöner. Hat der Freund sich darauf aufmerksam gemacht? Und ja, wir haben das ausprobiert. So. Und rasiert der Freund sich denn auch die Schamhaare? Ja. Und das findest du auch besser? Ja, auf jeden Fall. Klar, ist auch schöner. Rasiert er sich auch ganz? Mhm. Und du auch jetzt ganz? Also seid ihr beiden richtig nackt untenrum? Ja, so ein ganz paar habe ich noch stehen. Ja. Nur so ganz oben die, ne? Ja. Und jetzt steht ein Besuch beim Frauenarzt an. Ja, genau. Und das ist dir nun gerade just eingefallen, nachdem der Rasierer rübergegangen war? naja. Nein, aber wirklich ganz im Ernst zu sein, ich glaube, das ist absolut kein Problem. Was meinst du, wie viele Frauen sich die Schamhaare rasieren? Und wie viele Männer das mittlerweile auch machen und auch zum Urologen gehen und kein Mensch redet darüber, denkt da irgendwas? Das ist ja nichts Schweinisches oder nichts Schlimmes oder so. Nee. Naja, gut. Aber man hat Hemmungen dann, ne? Ja, klar. Weil man denkt, der Arzt denkt, man ist versaut im Bett, ne? Ja, genau. Nein, du bist doch nicht versaut im Bett. Du bist nur gut im Bett wahrscheinlich, oder? Ja. Nein, geh zu deinem Frauenarzt und ich garantiere dir, dass der das wahrscheinlich gar nicht registriert, großartig. Vielleicht ist es sogar für ihn noch angenehmer, als wenn da so ein wilder Urwald ihm entgegenkommt. Ja, klar. Ja? Vielleicht auch einfacher dann für ihn. Genau, ganz genau, so muss man es sehen. Okay. Also forsch in die Praxis. Alles klar. Tschüss, Susanne. Okay, gut, danke. Ciao. Tschüss. Norbert, 45 Jahre alt. Hallo. Ich. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Erstmal möchte ich sagen, Kompliment für deine Sendung. Danke. Ich sehe sie schon regelmäßig, schon viele Jahre, sag ich mal, ab und zu mal. Ja. Und mein Thema ist heute von deinem Duft von vorige Woche, oder wann es war? Gerüche, ja. Gerüche, genau. Ja. Und ich habe 14 Tage Leichengift sozusagen gerochen im Hausflur. Ja. Da ist jemand verwest. Das war aber schon 1980 oder 81. Da hatte ich eine Einraumwohnung gehabt. Mhm. Und, was soll ich sagen? Ja, da ist jemand bei euch im Haus, verwest, oder was? Richtig, das war ein Meister bei mir im Stahlwerk, hier von mir, vom Ort hier. Und der lag dann ungefähr 14 Tage in seiner Einraumwohnung. Neben deiner quasi, oder wie? Gegenüber. Gegenüber sogar? Gegenüber. Mhm. War es im Sommer? Wie bitte? War es im Sommer? Ja, also ich sag mal, Dreckkalt war es nicht, also muss April, Mai oder so gewesen sein. Jedenfalls ungefähr 14 Tage lag der da drin, bis die Nachbarin mal zu mir gesagt hat, ob bei mir irgendwie was riecht. Mhm. Ich sag, nee, bei mir riecht nichts, aus dem Kühlschrank oder so. Mhm. Ja. Und jedenfalls muss ich dazu sagen, also das ist dann immer schlimmer geworden, ne, täglich. Mhm. Bis denn, naja, jemand, die... Wie roch das denn? Kannst du das beschreiben? Wie bitte? Wie roch es denn? Kannst du das beschreiben? Beschreiben, ja, das hast du den Tag schon mal auch gesagt über den Fernsehen. Heute ist es ja nicht im Fernsehen, nur im Radio. Ich sage mal, beschreiben, ja, das ist so ein süßlicher Geruch, sag ich mal. Und das ist dann ja so extrem geworden, das ist, ich habe in der vierten Etage gewohnt, das hat ja im ganzen Haus gerochen, ne? Und dann habe ich dann praktisch hier so einen Lappen hier, unten hier so, kennst du so eine Plattenbau hier von den DDR-Zeiten. Und da wohne ich jetzt eigentlich auch noch, so und sowas. Und da wurde dann das immer schlimmer und ich habe den Lappen dazwischen gelegt und also wie gesagt, extrem. Erstaunlich, dass das so durch so eine Türritze rausdringen kann. Die haben dann irgendwann die Tür aufgebrochen, warst du dabei? Ja, dann hat die Nachbarin irgendwann mal die Kriminalpolizei gerufen. Ja. Und jedenfalls haben sie dann die Tür aufgebrochen. Der hat natürlich aber nur nicht große Möbel gehabt, der hat nur Sperrmöbel gehabt, also der Campingtisch hat der gehabt. Und dann in der Badewanne. Es hat dann praktisch hier Strom durch Alkohol. Ach so. Hat sich dann sozusagen tot gesoffen. Aber du hast ihn nicht da liegen sehen in der Badewanne mehr? Nein. Die Türe und die Fenster, das haben sie dann ungefähr vor drei Wochen offen gelassen. Ich wollte gerade sagen, wie lange hat das noch gestunken dann im Haus? Also, das war mindestens drei Wochen. Kann man dann ganz entspannt in sein Zimmer gehen und sich Armbrot machen? Ja, in meine Wohnung schon, ja. Naja, das war ja meine Frage. Also, wenn es im Hausflur so stinkt, kann man dann in die eigene Wohnung gehen und Armbrot essen? Ja, aber wie gesagt, das hat nicht so richtig... Man hat das immer unter der Nase gehabt. Ja, ja. Und das habe ich eigentlich heute noch unter der Nase, auf Deutsch gesagt. Ja, wahrscheinlich kommen das, Sie das kann ich nicht vergessen. Ja.
Das ist so extrem gewesen, das kann man nicht vergessen. Und weil ich den Tag die Sendung gesehen habe, über Dufte hier oder Gerüche, und dann dachte ich, rufst du mal bei dir an. Ich habe vorher auch schon mal angerufen, aber bin nicht durchgekommen, ne? Dann fallen einem solche Sachen ein, die vielleicht auch schon ein bisschen länger her sind, ne? Ja, genau, ja. So ist es, ja. Und dann muss ich dir sagen, über dein Fernsehbild, der hör schon das Auto, dann bist du vorne stehen, nicht da hinten im Hintergrund. Heute singt das nicht im Fernsehen, ich sehe dich heute nicht. Also nee, gerade singt Freddy im Fernsehen, das ist ja, genau. Okay, mein Lieber. Ja. Soweit die Geschichte. Und schöne Grüße, du klingst so berlinerisch. Kommst du aus Berlin? Ich bin aus Brandenburg. Aus Brandenburg. Schöne Grüße nach Brandenburg. Alles klar. Schöne Gegend. Und mach einfach weiter so. Jo, tschüss. Alles klar, tschüss. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem, weil nämlich der Norbert nicht aus der Leitung verschwindet hier bei mir, obwohl ich immer auf Trennen drücke. Aha. Dann geht es weiter mit Andreas. Hallo Andreas. Ja. Hallo. Du bist 15 Jahre alt. Ja, das stimmt. Hi Fomian. Hi. Also ich bin schüchtern, also mein Problem ist, ich bin schüchterner geworden als vorher, weil ich habe zum ersten Mal, wo ich den Mädchen angesprochen habe, das war dann total die Blamage. Ja? Wie, was war das für eine Blamage? Also ich wollte sie ansprechen, weil ich fand sie sympathisch und so. Ja, und dann wurde ich dann total nervös und konnte dann nicht weiterreden, lauf dann rot an und fange dann richtig an zu stottern und dann war das dann schon im Eimer. Oh je, wann war denn das? Von einem halben Jahr ungefähr. Und das war ein Mädchen, hattest du dir die schon lange ausgeguckt? Ja. Und was hast du zu der gesagt? Ja, ich wollte mal fragen, ob wir uns mal verabreden sollen und so. Ja. Ja, und dann hatte sie keine Zeit. Mhm. Und da warst du schon. Ja, hast dann, schon gedacht, Scheiße. Ja, genau. Niederlage. Und dann kamst du ins Stammeln. Ja, genau. Mhm. Ist die in deinem Alter? Ja, die ist in meinem Alter. Mhm. Und wie endete das ganze Fiasko dann? Ja, dann hat sich das dann erledigt. Dann habe ich die auch nicht mehr angesprochen, weil... Nee, ich meine, du bist dann weggegangen einfach, oder? Ja, dann bin ich dann gegangen. Wo war das? Auf der Straße? In der Schule oder wo? In der Schule, in der Pause. Mhm. Und seitdem war nichts, ist gar nichts mehr passiert? Nee. Ach, Andreas, das ist eigentlich nicht schlimm, würde ich mal sagen. Ja, ich rufe ja an. Ich habe angerufen, weil ich habe mich jetzt wieder ein Mädchen verguckt. Ja? Die ist bei uns im Religionsunterricht. Ja? Ja, und wir haben auch schon mal telefoniert und so. Ja. Aber so persönlich ansprechen würde ich sie nicht. Also wir haben uns schon mal gefragt, ob wir verabreden sollen, nur die hat nie Zeit. Mhm. Glaubst du ihr das oder ist das eine Ausrede? Ja, weil es schon so oft war. Also ich habe mit meinen Freunden schon geredet, wir haben schon überlegt, dass es eine Ausrede ist. Mhm. Wie viel Mal hat sie denn schon gesagt nein? Fünf bis sechs Mal. Oh ja, das klingt nicht gut. Das klingt wirklich fast, als hätte sie kein Interesse an dir. Flachtet ihr denn auch so ein bisschen rum in der Schule? Also seid ihr so, ne, guckt euch mal an und lacht? Ja, wir gucken uns öfters schon mal an. Mhm. Also sie kannte mich vorher nicht, aber jetzt kennt sie mich ja, sie kennt mich dann vom Sehen und so. Mhm. Und ja, vom Telefonieren, wir schreiben uns auch schon mal SMS. Was hältst du denn, also hast du über SMS ihr vorgeschlagen, dass ihr euch trefft? Oder nee, das habe ich da angerufen. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn die Schöne schon viermal abgesagt hat, hast du da keine Schnitte. Aber wir gucken es doch immer an und... Ach ja. Also man sollte sich auch nicht lächerlich machen. Mhm. Ne? Man soll es auch nicht zusehen. Ich bin ja immer dafür, forsch ranzugehen und zu fragen und zu machen, aber irgendwann ist auch gut. Vielleicht noch ein Versuch, Andreas, und wenn die dann wieder Nein sagt... Ja. Dann lass die Finger von der. Dann such dir jemand anders aus. Das bringt nichts. Du bist ja ein Hampelmann dadurch. Ja. Ne? Sag doch mal, wie hast du das immer so vorgeschlagen? Einfach lass uns mal treffen oder Kino gehen oder was? Ja, nee, ich habe dann da angerufen, dann haben wir erstmal ein bisschen geplaudert und habe gefragt, ob die nachmittags also mal Zeit hätte und uns mal treffen sollen. Ja, so, das machst du noch einmal. Und wenn sie wieder Nein sagt, dann war's das mit der. Mhm. Okay? Gut, danke. Viel Glück, tschüss. Danke für deine Sendung. Ja, danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Annette Bastian, Michael Jansen, Dirk Winhösen, Stefan Gehrig und Anna Held. Wir sind nächste Woche Montag wieder da, pünktlich um 1 hier im Radio und im WDR-Fernsehen eine Viertelstunde später, um 1.15 Uhr und dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow für all die Themen,
die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch ein schönes und tolles Wochenende und sage ciao und bye bye. Bis nächste Woche. Tschüss.